Dieses Video zeigt Ihnen die Installation des smarten Kohlenmonoxidmelders von NetAtmo. Alles lässt sich eigenhändig installieren, ein Fachmann ist nicht nötig. Die Produktpackung enthält alle die für die Installation benötigten Elemente. Den smarten Kohlenmonoxidmelder, die Wandhalterung, zwei Schrauben und zwei Dübel, das Benutzerhandbuch. Sie benötigen weitere grundlegende Werkzeuge, einen Bleistift, eine Bohrmaschine mit 5 mm Bohrer, einen Kreuzschlitzschraubenzieher. Für die Installation benötigen Sie ein Smartphone oder Tablet, ein privates WLAN-Netzwerk mit Hochgeschwindigkeitsinternet. Bitte beachten Sie, dass der smarte Kohlenmonoxidmelder Kohlenmonoxid selbst dann erkennt und per Alarm warnt, wenn die WLAN-Verbindung nicht konfiguriert wurde. Die WLAN-Verbindung ist notwendig, damit Sie, wenn Sie nicht zu Hause sind, Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone erhalten. Bevor Sie den smarten Kohlenmonoxidmelder installieren, lesen Sie aufmerksam die Informationen des Benutzerhandbuchs, das der Packung beiliegt. Es wird empfohlen, einen smarten Kohlenmonoxidmelder pro Etage, pro Raum mit Brennstoffgeräten wie Heizkessel, Kaminofen oder Gasherd zu installieren. Auch sollte ein smarter Kohlenmonoxidmelder in der Garage und in Räumen mit einem Heizungsrohr installiert werden. Für optimalen Schutz können Sie je einen zusätzlichen smarten Kohlenmonoxidmelder in den am meisten verwendeten Wohnräumen sowie in jedem Schlafzimmer installieren. Wählen Sie aus, wo der smarte Kohlenmonoxidmelder installiert werden soll. Er sollte mindestens 2 Meter und maximal 4 Meter von Brennstoffgeräten entfernt installiert werden. Er sollte in einer Höhe von maximal 1,5 Metern über dem Boden angebracht werden. Überprüfen Sie mit Ihrem Smartphone, dass an der für die Installation gewählten Stelle ausreichend WLAN-Empfang vorliegt. Ist dies nicht der Fall, versuchen Sie, den WLAN-Router näher heranzurücken. Mithilfe der gegebenen Hinweise zur Standortwahl halten Sie nun die Wandhalterung an eine geeignete Stelle an die Wand und markieren Sie die zwei Löcher mit einem Bleistift. Bohren Sie die zwei Löcher. Führen Sie die zwei Dübel ein. Bringen Sie die Wandhalterung in die richtige Position und verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben für die Befestigung an der Wand. Ziehen Sie die beiden Schrauben an, um die Wandhalterung zu befestigen. Setzen Sie den Melder auf die Wandhalterung, richten Sie dabei die Einkerbungen der Halterung auf jene des Melders aus. Drehen Sie nun den Melder im Uhrzeigersinn, um ihn auf der Wandhalterung zu befestigen. Sobald der smarte Kohlenmonoxidmelder auf der Wandhalterung angebracht ist, gibt er ein lautes Signal von sich und all seine LED gehen an. Die grüne LED leuchtet dann einmal pro Minute auf, um anzuzeigen, dass das Gerät korrekt funktioniert. Laden Sie kostenfrei die Home and Security App aus dem App Store oder Google Play Store herunter. Legen Sie ein Nutzerkonto an oder loggen Sie sich in ein bereits bestehendes ein. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Smartphone mit Ihrem smarten Kohlenmonoxidmelder zu koppeln. Genießen Sie ein sicheres Zuhause.